Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS19 von der Ravenport zusammen mit meinem Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Und wir werden uns heute weiterhin um die tolle Arbeit des Baumwollpflückens bemühen. Also wir werden hier die Reste von dem Feld abernten. Ne, was denn? Ein kleines Stückchen habe ich gerade. Muss ein bisschen rüber. So. Also insgesamt, Schatz, kann da ja 6 rein Baumwolle. Ja. Und du musst, wenn du dein Lenkrad anschaust, musst du mit dem schwarzen Böppel unterm Lenkrad, also quasi die Säule, Mitte. Genau in der Mitte fahren, genau. Okay. Dann passt es auf jeden Fall. Ja, wir werden die Reste auf jeden Fall hier von der Baumwolle abernten. Oh, ich glaube, wir haben da vorne... Ja, wir haben da sowieso das Problem, dass ich, glaube ich, da vorne abgesetzt hatte. Egal, wir fahren die Bahnen zu Ende. Ignoriere gleich das Stück, was dann rechts neben dir ist. Für uns beide... Im Verband ist es das erste Mal Baumwollernten. Na, und für dich, Schatz, sowieso das allererste Mal, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, ertragsmäßig, wir haben ja mal überlegt, oder beziehungsweise wir werden das auch tun. Also, ich weiß nicht, Schatz, aber ich würde sagen, wir werden Baumwolle auch selber mal anpflanzen. Ja. Im großen Stil. Also, wir brauchen Minimum so ein Feld hier. Ja. Dass sich das rechnet, weil der Ertrag ist... Naja, wir haben 2 Ballen weggebracht, 2 Ballen sind fertig. Es wird jetzt maximal vielleicht noch einen halben Ballen geben bei dem Feld hier für jeden. Dann ist das Thema durch. Also ertragsmäßig ist Baumwolle bei den Missionen nicht wirklich gut. Was bringt es real, wenn du das selber anpflanzt? Oh, reellen Baumwollertrag, den weiß ich nicht. Ich meine, wenn du jetzt ein Feld kaufst hier... Ach so. Und den selber verkaufst, also nicht über eine Mission. Baumwolle liegt bei... Sekunde, ich guck mal. Baumwolle liegt aktuell bei 608 Euro pro Tonne. Tendenz im Moment steigend. Also im Moment würde ich knappe 900 Euro für meine Füllung bekommen, du auch knappe 900 Euro, also wir beide hätten jetzt 1800 Euro zusammen nach einer Bar. Oh ja. Ne, also bei einem Ballen von 20.000 a 600, es lohnt sich auf jeden Fall, aber du musst halt auch berücksichtigen, die Maschine kostet fast 500.000 Euro, ne? Und die würde ich auch empfehlen zu kaufen, weil der Mietpreis, naja, sind wir mal ehrlich, ist nicht so berauschend. Ich glaube, die kostet 40.000 Euro in der Mietung. Na, wie viel kriegst du dann raus? Bei so einem Feld wie hier kriegst du ja, wie gesagt, 4, vielleicht 5 bis 6 Ballen. Wir müssen auch berücksichtigen, das Feld ist hier, warte mal, ich steig mal ganz kurz aus. Das Feld ist zu 36%, 90% gedüngt und hat 90% Unkraut. Also das Feld ist voll gedüngt und hat vollen Unkraut drauf. Das Unkraut können wir auch noch spritzen, theoretisch. Steigert auch nochmal den Ertrag. Ne, wir haben bei uns ja, glaube ich, auch noch unser Haferfeld. Da ist, glaube ich, auch mittlerweile Unkraut drauf. Für einen Striegel zu groß, das zu hoch, der unter das Unkraut. Das heißt, wir müssen da auch nochmal mit der Spritze und Pflanzenschutzmittel bei, die ich uns noch kaufen muss. Aber wir haben ja auch noch den neuen Drescher, ne? Der muss ja auch noch zurück. Der steht, glaube ich, auch noch beim Händler, ne? Für unser Lohnunternehmen. Also wir müssen mal gucken, wenn mal eine große Nachfrage ist an Wolle. Ich meine, wenn wir natürlich jetzt Baumwolle anpflanzen und haben noch Schafe, denke mal, dann ist die Wolle natürlich lukrativ. Schafe wollten wir ja sowieso noch dazu nehmen, oder? Also ja. So eine kleine Schafzucht würde ich gerne noch machen. Ja, ich hätte auch Bock auf Hühner. Weil die Eier spawnen ja mittlerweile in Paletten. Also auf Paletten in Kartons, glaube ich. Toll, aber sollen wir das nicht als nächstes Mal so als Nebeneinkommen hinstellen? So einen kleinen Hühnerstall? Ja, können wir tatsächlich. Wir haben ja im Moment den Platz, ne, da ja die Förster Arbeit geleistet haben und die Wiese da hinten weg ist können und die Bäume unten weg sind. Ja, können wir ja theoretisch da unten, da unten eine Weide hinsetzen. Ja. Doch, ist eine gute Idee.
Nein, und da müssen wir halt auch mal durchkalkulieren, was Baumwolle wirklich sagt, ob das sich das lohnt. Ich würde es halt gern machen. Ich finde es halt schade, den Aspekt außen vor zu lassen. Ich finde, es macht Spaß. Macht es aber. Also ich finde den Ernte auch cool. Der sieht aus wie so ein riesiger Käfer. Ja. Wenn du von vorne schaust, ne? Wie der, der bei uns in der Küche wohnt. Und nein, das ist kein irgendwie ekelhafter Käfer. Das ist eigentlich ist das ein sehr mutiges und sehr robustes Tier. Er kämpft mit unseren Katzen. Ja, er hat schon 2 Beine verloren, lebt immer noch und heute haben wir festgestellt, er kann fliegen, was die Katze auch heute erst festgestellt hat, weil sie stupst ihn von der Wand, auf einmal fliegt er weg und der Blick von der Katze so, hä? Wo ist er hin? Unbezahlbar. Ich glaube, vielleicht machen wir mal ein Foto, vielleicht posten wir das mal auf Instagram, dann könnt ihr uns vielleicht mal sagen, was das für ein Käfer ist. Ja, genau, ich wollte ja echt mal schauen, habe ich jetzt abgeerntet? Nein. Nee, irgendwie hat er jetzt die Maschine aus. Was der überhaupt frisst, der Käfer, weil der wohnt ja jetzt schon seit Wochen hier. Ja, der wohnt seit Wochen hier. Ja, der taucht ab, dann ist er wieder da und der ist sehr gut, der ist groß, das ist jetzt kein Schädling, richtig, sondern wirklich ein Käfer von draußen. Ja. Und dann taucht er wieder auf. Bis auf das ihm Beine fehlen, ist er soweit eigentlich fit. Richtig. Ich würde auch nicht behaupten, dass das irgendein Schädling ist. Also dafür ist mir noch nichts aufgefallen, auch an Blumen oder sowas, wo ich jetzt sage, oh. Nee, das ist wirklich ein normaler Käfer, den du halt, keine Ahnung, durch was mit reingebracht hast. Ein offenes Fenster? Ja, oder keine Ahnung. Oder er saß mal auf einem Rucksack. Ja, genau. Nee, also ich glaube auch nicht, dass der irgendwas anstellt. Denke mal, der freut sich, dass er über Winter ein warmes Plätzchen hat. Wenn er überhaupt so lange... Wobei bei der Größe müsste er eigentlich auch durchaus länger als nur ein paar Wochen leben. Es gibt ja Käfer, die leben nur ein paar Wochen oder Käfer, die halt länger leben, ne? Länger leben. Also es ist keine Kakerlake oder sowas. Nein, wüssten wir, wie sie aussehen. Um Gottes Willen. Nee, daher würden wir auch anders reagieren. Die wäre auch nicht geduldet. Nein, die würden wir hier tatsächlich nicht wollen, nein. Aber ob ich mit der Hälfte, ich hatte gesagt, dass wir nochmal jeder einen halben Ballen, könnte dich tatsächlich ausgehen, wa? Ich finde das so geil, wenn du mit den Baumwollflückern, so wie wir, jetzt hintereinander fährst. Ja, ich sehe dich gar nicht, was? Ich bin links von dir. Ich weiß gar nicht, deine Kamera, dein Außenspiegel dürfte mich eigentlich nicht erfassen. Ist auch immer noch so eine Sache, ne? Doch, ein ganz kleines Stückchen sehe ich dich. Oh. Aber minimal. Hallo. Ich fahre auch Innenansicht, weißt du? Ich auch. Weil Außenansicht kannst du das, glaube ich, auch die Spur nicht halten. Wobei, jetzt hältst du sie gerade nicht, mein Schatz. Was? Du bist ein bisschen nach rechts abgedriftet. Ehrlich? Wir lassen gerade eine Bahn stehen. Nee, ich nehme sie mit. Alles gut, du brauchst nicht zurückfahren. Echt jetzt? Ja. Aber ist nicht schlimm, ich hab sie. Naja, wir können ja nachher nochmal übers Feld und die paar Stellen noch einsammeln. Habe ich bei den Rüben auch gemacht. Bin hier nochmal zicke-zacke drüber und habe den Rest noch eingesammelt. Zicke-zacke drüber klingt gut. Nee, ich fahre hier gerade so leicht versetzt. Das sollte eigentlich passen. Wartest du auf mich? Ja. Hui. Ich finde auch den Wenderadius von der Maschine saugeil. Das ist cool, ja. Das stimmt. So, sie dürfen dann mal neben mich. Oh, herrlich, da rechts geht die Sonne unter mein Schutz. Da links geht die Sonne unter mein Schutz. Das finde ich jetzt schön gemacht, ne? Wenn dann so die Sonne untergeht, dann hast du diesen Shader. Wobei ich auch festgestellt habe, oder ich habe irgendwie die Vermutung, dass sie auch ein bisschen was am Shader gemacht haben mit den Patches, weil der wirkt ein bisschen, bisschen mehr shaderhaft. Ach so. Ja, das klingt jetzt zwar dämlich, aber der wirkt ein bisschen mehr stimmig beim Sonnenuntergang. Mehr shaderhaft, weil ich nicht oft auf den Namen kam, was ich sage. Mehr shaderhaft. Was? Die hat einen Hund gebellt. Ja, ich höre den öfters auf dem Feld, aber du siehst nirgends einen und eigentlich ist das Bellen viel zu nah. Na, nicht, dass der hier, nicht, dass es gerade ein wau. Ach so, um Gottes Willen. Also wenn er rückwärts nicht mehr bellt, dann vielleicht.
Rexi? Bist aber das du's? Gute bei den Feldern ist ja, du siehst, wenn was drin liegt. Ja, bei den Baumwollfeldern also, ja. Ja, wenn da jetzt sich irgendein Tier drin verirrt hätte, das siehst du ja. Das finde ich ist für einen Landwirt der Horror, wenn der durch die Felder fährt und dann irgendein Tier erwischt. Ja. Also das stelle ich mir total schlimm vor. Was du manchmal auch gar nicht vermeiden kannst. Gerade wenn du so Mais hast zum Beispiel oder ja, du hast ja. Korn und du hast irgendwo ein Rehkitz drin. Das wird ja ganz schnell mal übersehen, weil das Problem bei einem Rehkitz ist ja gar nicht mal, dass du es übersiehst. Das Problem ist, in der Natur des Rehkitzes ist es verankert, wenn Gefahr kommt und so ein Drescher ist laut oder ein Häcksler, dann bleiben die regungslos liegen. Ja. Dass man sie nicht sieht. Und das ist das Problem. Die Mutter läuft weg, die ist aus dem Feld draußen. Die, ne, Rehe oder Rotwild ist ja nun mal Fluchttiere. Aber ein Junges, ein Kitz, ist in der Natur drin, ich bleibe liegen und bin bewegungslos. Und das ist das Problem. Da kannst das passiert leider immer öfter, oder es passiert sehr oft, weil du halt einfach, du kannst es halt nicht kontrollieren. Du kannst ja nicht durch deinen Bestand durchlaufen. Ja, aber viele fliegen auch schon mit Drohnen drüber oder bieten es an. Ja, mit Infrarot. Genau, ja. Dass sie drüber fliegen und die Felder kontrollieren und das machen auch zum Glück sehr, sehr viele. Ja, dass das einfach nicht passiert. Naja, du musst ja auch berücksichtigen, ich meine, es ist schlimm, wenn das Tier da reingerät, gar keine Frage. Aber genauso ist es ja auch für den Landwirt schlimm, wenn das Tier in seiner Maschine hängt. Ja, ich finde das, ich sag ja, also da hätte ich unheimlich Angst. Ich glaube, würde mir das als Landwirt passieren, ich müsste erstmal aussetzen. Ich habe mal, das wäre schlimm. Ich habe mal ein Bild gesehen auf Instagram in der Gruppe, wo eine Rundballen gepresst wurde oder wo der halt fertig war, wo der auf dem Acker lag und diese Rundballenpresse einen Fuchs mit aufgesogen hat. Das heißt, der war in dem Ballen eingewickelt. Ne, also mitgepresst, außen drum. Das ist einfach, es passiert leider. Es ist ja echt, es klingt hart, aber es passiert leider. Ne? Naja, Themawechsel. Ja, ich finde, um das Thema nochmal eben abzuschließen, das mit den Drohnen eine feine Sache, besser als auf Tiere zu schießen. Ja, absolut. Ja, es gibt Tiere, so wie Wildschweine, die sind nun mal, wenn sie wirklich Überhand nehmen, von ihrer Population her gibt es ja, die machen, können ja teilweise Sprünge machen und dann sind sie sehr aufdringlich und die zerstören auch ziemlich viel. Ja, da kann ich dann verstehen, wenn es heißt, komm, da darf man, was weiß ich, 200, 300 Tiere mal schießen. Dann, das finde ich okay. Das ist einfach, ist ja auch nicht aus Willkür, sondern um den Bestand zu kontrollieren. Richtig. Genau, um dieses System eben im Gleichgewicht zu halten. Richtig. Aber ich finde, wenn da mal ein Rotwild drin ist, die fressen nicht den ganzen Bestand weg. Die wühlen das Feld nicht um. Die holen sich, was sie brauchen und dann sind sie wieder weg. Ja. So. Jetzt sind wir hier aber ordentlich am Ackern. Das müssen wir doch auch bald durch sein. Wir dürften eigentlich bald durch sein. Ja, doch, doch. So, setzen wir mal hier wieder neu an. Ja, ich denke mal, dass wir noch so vielleicht jeder noch zwei Bahnen. Wobei, wir sind ja auch jetzt auf dem kurzen Stück, also. Und dann lagern wir die neben, setzen wir die neben die anderen ab und dann nehmen wir die nochmal mit dem LKW auf. Aber das mit der Baumwolle überlegen wir uns mal. Da suchen wir uns mal ein schönes Fleckchen aus. Ich finde es halt schade, dass sie nicht nachwächst. Also Baumwolle wird ja wohl in Reell auch, es ist wohl auch so, dass die wächst, ein Jahr wächst und dann abgeerntet wird. Und dann muss sie neu gepflanzt werden. Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schade. Ich dachte, die kannst du einmal stehen lassen. War das einmal stehen lassen oder war das ein ganzes Jahr wachsen lassen? Ich war der Meinung, dass du es jetzt so einmal stehen lassen kannst und dass du es dann komplett umblühen musst. Okay. Also ich habe jetzt was falsch verstanden. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Müssen wir probieren es einfach aus. Wir suchen uns einen großen Schlag aus. Dann pflanzen wir Baumwolle an. Du musst ja draufstehen jetzt, wenn du ans Feld guckst, welcher Schritt als nächstes kommen muss. Stimmt. Da müsste abgeerntet stehen dann zum Beispiel. Wobei es kann natürlich auch sein, dass sich das erst in der nächsten Wachstumsphase dann wieder auf wachsend setzt, ne? Müssen wir mal schauen. Aber was wir auf jeden Fall noch anpflanzen werden, ist Zuckerrohr. Weil ich dir unbedingt auch noch den Zuckerrohr
ja, Arbeitsschritt zeigen möchte. Gar keine Ahnung, wie der aussieht und wächst. Schon alleine deswegen. Habe ich auch noch nie gesehen. Und Pappeln wollten wir irgendwann mal nochmal machen. Und Pappeln machen wir diesmal. Wir hatten es beim letzten Mal ja auf der Stappenbach. Oh, du musst hier gar nicht mehr, Schatz. Glaube ich, oder? So, einmal. Einmal ein Stück neben dir. Okay. Sind noch vier rein. Nehmen wir auf dem Rückweg noch, oder hast du die hier oben liegen? Ne, die sind auf der anderen Seite. Entschuldigung, die sind auf der anderen Seite. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendwo eine Bahn doch, war. Doch, irgendwo ein Stückchen weiter oben. Da ist ein ganzes Stück und eine Bahn. So ein ganzes Fleck war noch. Das habe ich gemacht. Dieses eine Stückchen habe ich gemacht. Also hier ist noch. Das war, glaube ich, das, was ich vorher vergessen hatte. Mhm. Dieses kleine Pöppel. Ja, ich habe versucht, alles mitzukriegen, habe aber leider zu spät geschaltet. Hier habe ich noch eine Bahn. Ja, ich sehe sie. Ich meine, das bringt jetzt nicht viel, ne? Also ich bin jetzt bei knappen 11.000 Liter von 20. Mhm, wir können unfertige Ballen können wir abladen, Schatz, ne? Okay, also, wo sollen wir sie jetzt hinbringen? Zu den beiden anderen. Siehst du sie da vorne? Nee. Müssten direkt vor dir sein, die beiden weißen Klötze. Nein. Noch. Ah ja, jetzt ja. Hä, hier wurde mir gerade noch eine Bahn angezeigt und jetzt ist sie verschwunden. Okay. Aber er nimmt noch ein bisschen was auf. Ach, hier ist wahrscheinlich so eine kleine Zwischenbahn. Ich fahr die mal ab. Ich habe ja. Also ich finde es halt auch schade, dass halt hier nur der von Case ist, der Quaderballen macht. Ich hätte halt gern den John Deere mit Rundballen gehabt. Den muss ich dir nochmal zeigen in reell. Den finde ich persönlich viel, viel schöner. Weil der halt einen Ballen auch übers Feld mitnehmen kann. Der kann es am anderen Ende abladen. Wenn der hier voll ist, ist er voll. Da musst du abladen. Siehst ja, was der für einen Ballen macht und wo der rauskommt. Mhm. So. Du könntest auf die andere Seite gleich mal ganz kurz in den LKW springen, wenn du magst. Oh ja, das sag ich nicht, nein. Ne, das steht ja auf der anderen Feldseite. Und dann könntest du den LKW mal kurz hier rüberholen. Das wäre mal eine feine Sache. Jo. So ein Ding mal reell fahren, das wär's. So ein Roadrunner, ne? Mhm. Ja. So, ich wasch mal kurz übers Feld. Ich hoffe, das macht nichts aus. Ich seh nichts, Schatz. Ich seh nichts. Ist nicht unser Feld. Wir sollen nur abernten. Oh, jetzt hab ich, glaub, ein paar Vögel im Kühler. Das finde ich übrigens eine geile Sache, dass die Vögel auftauchen aus den Feldern. Das finde ich cool. So, wo sind die beiden? Ja, hier einmal rum. Einmal rechts rum. Nimmst du am besten. Nimm mal die beiden kleinen hier zuerst, die unfertigen. Fährst einfach genau vorne vor und dann drückst du B, dass du in die Aufnahmeposition kommst. Stopp, genau. Und jetzt den Rückwärtsgang rein und gerade auf die Ballen zu. Ja, das schaut gut aus. Fahren wir so weiter. Gerade. Ein bisschen nach links. Ja, das sollte passen. Fahr. Ja, stopp. Okay, weiter zurück. Passen nämlich zwei Ballen rein. Passt. Wenn er gleich drauf ist, so, kannst wieder B drücken. Und jetzt können wir damit zur Spinnerei fahren und die abgeben. Und dann holen wir die anderen beiden. Cool. Aber, liebe Lüt, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Da wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.